Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. In diesem Video wollen wir herausfinden, ob die Maya Bay noch komplett leer ist. Mal schauen, ob das der Fall ist. Viel Spaß beim Video. Wir haben jetzt eben gerade unsere Tickets von Koh Lanta nach Phi-Phi gekauft. Wir haben insgesamt 600 Baht pro Person gezahlt und wir fahren mit einem Speedboot rüber. Normalerweise gibt es auch die Möglichkeit, mit einem etwas größeren Boot rüber zu fahren, aber aufgrund von Corona fahren die im Moment nicht und das würde ansonsten 300 Baht kosten. Also drückt uns die Daumen, dass wir richtig coole Aufnahmen für euch kriegen. Bis morgen! Wir sind jetzt in Phi-Phi angekommen. Genau, erster Eindruck, richtig viel los. Ja, und man merkt, dass es eine richtige touristische Insel ist. Hier gibt es schon einen Burger King, einen McDonald's und das ist schon echt verrückt. Ja, aber sonst werden wir jetzt erstmal noch was zu essen suchen. Sollte nicht schwer sein. Ja, hier gibt es sehr viel. Wir laufen jetzt aber hier erstmal lang so ein bisschen und gucken mal, wo wir was essen. Ne? Unser Punkt ist direkt am Tonsalt hier. Das ist die Banyan Villa. Sehr praktisch, denn man kann einfach zu Fuß dahin laufen. Ist innerhalb von wirklich 2 Minuten dann da. Wir sind jetzt fündig geworden. Wir haben hier so einen kleinen Pad-Thai-Laden entdeckt, Pad-Thai Phi-Phi. Und hier sind die Preise echt okay und wir sind schon aufs Essen gespannt. Da ist schon das erste Essen. Sieht mega gut aus und es ist mega viel. Es ist immer verrückt. Also wir bestellen uns hier ganz oft Gerichte mit Tofu und wir haben das Gefühl, dass hier immer dann so super viel drauf ist. Schaut euch hier mal an, wie viel Tofu drauf ist. Also hier wird an nichts gespart. Mega gut. Wir sind jetzt noch mal ganz kurz zurück zur Unterkunft und haben unsere Sachen, die wir eingekauft haben, weggebracht. Und hier gibt es auch bei Ankunft immer einen Welcome Drink und den wollen wir uns ja natürlich nicht entgehen lassen. Deswegen haben wir uns hier jetzt noch mal kurz hingesetzt, aber irgendwie kommt die Bedienung nicht. Deswegen sucht Mirko irgendwo im Hintergrund nach irgendwem, der uns vielleicht weiterhelfen kann. Mal gucken, ob wir einen Welcome Drink kriegen oder nicht. Falls wir keinen kriegen, gucken wir einfach direkt, dass wir zum Beach gehen und uns dann den Sunset angucken. Ich war erfolgreich, ich habe den Drink bestellt, das soll jetzt jede Minute kommen. Ein paar Tipps hier zu den Unterkünften. Wir wohnen ja direkt am Tonsai Beach. Das ist der Beach, wo eigentlich alle Boote ablegen. Und da ist auch, sag ich mal, das meiste Angebot an Restaurants, Unterkünften und so weiter. Man kann aber auch an einem anderen Strand schlafen, das ist der Lodalum Beach. Das, auf der Seite hat man Sonnenuntergang. Und das ist direkt gegenüber von der Tonsai Bia, also auch nicht weit zu laufen. Und da gibt es auch schöne Strandresorts selber. Hier in Tonsai ist es eher einfachere Unterkünfte, wo man halt dann abends einfach das Nachtleben genießt. Und dann gibt es noch ein paar privatere Buchten. Dort muss man dann, wenn man hier ankommt in Phi-Phi, dann nochmal ein privates Boot nehmen, um überhaupt dorthin zu kommen. Weil die Insel selber hat ja kaum Straßen, eigentlich nur Fußwege. Also man kann hier sich nur zu Fuß oder mit Booten bewegen. Die Drinks sind auch schon da. Was ist da drin? Ananas und Basilikum. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Und wir genießen das mal mit der Aussicht hier. Wir haben jetzt noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Wir sind jetzt am Lodalum Beach. Das ist eigentlich der Strand, wo man den Sonnenuntergang sehen kann, aber heute leider nicht. Aber hier findet heute Abend eine Feiershow statt. Und da wollen wir auf jeden Fall hingehen. Ja. Phi-Phi ist ja bekannt für das Nachtleben und wir haben auch vorhin schon gesehen, dass es heute Abend eine Feiershow gibt und da werden wir jetzt mal hingehen. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Ihr hört, das Boot ist schon an. Ja. Für uns geht es jetzt auf eine 3-stündige Bootstour. Genau, wir sehen heute nämlich unter anderem auch die Maya Bay. Da warten wir schon so lange drauf und freuen uns schon mega.
Genau, wir haben das gestern gebucht, kostet übrigens 1500 Baht und man muss auch noch Eintritt auf der Maya Bay zahlen. Genau, das sind dann 400 Baht pro Person. Wir sind jetzt an unserem ersten Stop angekommen. Das ist die Maya Bay. Man stoppt erstmal außen. Unser Fahrer hat sich leider gerade festgefahren. Hier ist nämlich eine Absperrung, dass keine Boote mehr rauffahren können. Und wir fahren jetzt gleich weiter zum Anlegepunkt, wo man dann zu Fuß auf den Strand kann. Bei der Maya Bay gibt es jetzt hier hinten so einen Steg, wo die ganzen Boote anlegen. Denn die wollen ja vorne nicht mehr das Riff zerstören. Deswegen sieht man an der Vorderseite keine Boote mehr. Und ja, da hinten die Treppe hoch geht's zum Maya Bay. Wir sind jetzt angekommen. Wir sind zwar nicht ganz die Ersten. Aber ich glaube, warte, hier sind noch 8 weitere Leute. Und genau. Das ist schon mega cool. Dann schaut euch das mal an. Das ist einfach nur ein Traum. Und der Sand, der ist einfach weiß. Ja. Das ist verrückt. Wunderbar. Ja. Ihr dürft nicht schwimmen, ne? Genau. Aber es macht nichts. Macht nichts. Man kann ein bisschen am Wasser langlaufen und es ist einfach hier richtig schön. Echt cool hier, richtig toll und wir haben hier sogar Haie gesehen, die sind hier an der Maya Bay zurück, weil ja keine Menschen jetzt drin schwimmen. Richtig beeindruckend, habt ihr schon mal Haie gesehen? Zurück in Phi-Phi Island, sind komplett durchgebasht. Es war echt heftig, die Rückfahrt, das war ein richtiger Sturm. Das Boot ist gesprungen und so weiter. Ich hoffe, wir konnten das gut einfangen. Und ja, leider mussten wir den Monkey Beach skippen, da wir ein bisschen zu spät dran waren. Wir haben die 3 Stunden voll ausgereizt und wir gehen jetzt erstmal zurück ins Hotel und werden frühstücken. So, Zeit zum Frühstücken. Wir haben hier nämlich so einen super Coupon bekommen. Jetzt sehen wir, was wir dafür zu essen bekommen. Morning! Wir sind jetzt auf unserem Weg zum Viewpoint und haben uns eine kleine Stärkung geholt. Mirko spricht schon seit 30 Minuten nur von Eis. Ja, wir suchen eigentlich solches Kokosnuss-Eis. Das soll ja richtig gut sein, aber bisher haben wir es hier noch nicht gefunden aus Phi-Phi Island. Beziehungsweise wir haben es gefunden, aber es war ultra teuer und wir sehen halt nicht einen so viel Geld. 250 Baht oder sowas. Für ein Eis. Für so ein Schälchen, also schon dreist. Ja. Genau, aber wir laufen jetzt mal da hoch. Da oben soll es nämlich, ich glaube, da soll es auch so Imbissbuden geben, aber die sind relativ teuer, weil die weit oben sind. Und von hier unten sieht man es sogar. Let's go!
Wir sind jetzt an den Aussichtspunkten angekommen. Es gibt hier zwei verschiedene Aussichtspunkte. Für die muss man 30 Baht Eintritt zahlen. Es sind extrem viele Stufen, um hier hochzukommen. Und der erste Viewpunkt hat uns überhaupt nicht gefallen. Es ist alles kunterbunt, irgendwie so Früchte, alles angemalt. Dann sind wir ein bisschen weiter, ca. 300 Meter, dauert nochmal 10 Minuten. Dann kommt ihr an den Viewpoint 2 und hier hat man eine wunderschöne Aussicht für den Sonnenuntergang. Und damit kommt unser Phi Phi Island Video ungeplant zu früh zu Ende. Wie ihr vielleicht sehen könnt, haben wir hier leider nicht so tolles Wetter im Moment. Wir stehen hier gerade auch mitten im Meer. Wir haben nämlich gerade Ebbe. Ja, eigentlich kann man hier noch so viel machen. Wir wollten uns eigentlich noch ein Boot mieten und hier die Strände von Phi Phi Don uns angucken. Also die sind alle wunderschön, wenn es die Sonne scheint. Und es gibt noch so eine coole Tour, wo man einen Sonnenuntergang in der Cha Long Bay sich angucken kann. Und so eine Plankton-Tour, also man kann wirklich so viel machen und aktuell ist noch nichts los, also wir würden euch schon empfehlen herzukommen. Und vor allem auch die ganzen Touren mitzunehmen, die sind echt toll, vor allem wenn gerade so wenig los ist. Aber naja, bei schlechtem Wetter lohnt es sich nicht, denn die meisten Touren kosten trotzdem so 50 bis 60 Euro. Das ist schon viel Geld dafür, wenn man halt nichts sieht. Und wir düsen jetzt weiter hier in Thailand. Genau, und falls euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da und verfolgt auf jeden Fall unsere weiteren Videos, damit ihr seht, wohin es für uns als nächstes geht. Tschüss!